Mädchen oder Junge, Frau oder Mann, diese beiden Auswahlmöglichkeiten reichen lange nicht. Denn Schätzungen zufolge gibt es mindestens 80.000 Menschen in Deutschland, die nicht eindeutig sie oder er sind. Intersexuell nennt man diese Personen dann. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, im Geburtenregister muss demnächst ein dritter Geschlechtseintrag möglich sein. Was Intersexualität genau bedeutet und weitere spannende Facts zum sogenannten dritten Geschlecht, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Team Rosa oder Team Blau, Mädchen oder Junge? Nicht immer lässt sich bei der Geburt tatsächlich eine eindeutige Antwort auf diese Frage finden, denn es gibt Neugeborene, bei denen das Geschlecht eben nicht eindeutig erkennbar ist. Schätzungen zufolge ist das bei 1 zu 2000 bis 1 zu 5000 Neugeborenen der Fall. Ihnen wird dann nach der Absprache zwischen Ärzten und Eltern einfach ein Geschlecht zugewiesen, denn die Kinder sind natürlich nicht selbst in der Lage zu entscheiden. Dann folgen entsprechende Hormonbehandlungen und im Kleinen Kindalter wurden früher vielen dann auch die Genitalien operiert, damit sie danach möglichst eindeutig einen Penis oder eine Scheide haben. Die Betroffenen erfahren das Ganze dann oft sehr viel später. Die Eingriffe können zu psychischen Problemen führen und es ist natürlich eine absolute Katastrophe, wenn andere über das Geschlecht entschieden haben und damit falsch liegen. Deshalb werden solche Geschlechtsumwandlungen heute frühestens mit 14 und besser erst ab 18 gemacht. Es gibt zudem noch Menschen, bei denen nicht direkt bei der Geburt auffällt, dass sie zwischen den Geschlechtern sind. Bei manchen Mädchen entwickelt sich plötzlich in der Pubertät eine tiefe Stimme. Den Jungs wachsen Brüste. Viele von ihnen sind jahrelang auf der Suche nach ihrer Identität. Bei anderen fällt es erst im Erwachsenenalter auf. Beispielsweise werden dann bei einer vermeintlichen Frau Hoden im Bauch festgestellt. Hinzu kommt eine wohl hohe Dunkelziffer an Menschen, die zwischen den Geschlechtern stehen, bei denen das aber nie medizinisch diagnostiziert worden ist. Diese Menschen, die sich also weder als Frau noch als Mann identifizieren, also quasi zwischen den Geschlechtern stehen, nennt man intersexuell. Das kann auf genetischer, körperlicher oder hormoneller Ebene der Fall sein. Bisher sind 20 Varianten der Intersexualität bekannt. Manche von ihnen sind genetisch ein Mädchen, haben aber einen Penis, weil ihr Körper so viel Testosteron produziert. Andere sehen äußerlich aus wie ein Mädchen, haben aber ein männliches Y-Chromosom in ihrem Erbgut. Doch wie entwickelt sich überhaupt unsere Geschlechtsidentität? Dabei spielen mehrere Aspekte eine Rolle. Natürlich gibt es zum einen körperliche Merkmale, aber auch soziale Einflüsse sind prägend. Die Hormone, der Stoffwechsel, aber auch die Anatomie bestimmen letztendlich dann, wie sich eine Person geschlechtlich einordnet und als was sie sich sexuell identifiziert. Hierbei spielen auch das psychische Empfinden und die eigene Biografie eine Rolle. Das große Problem der Intersexuellen in unserer Gesellschaft ist unsere Gesellschaft, denn sie teilt in genau zwei Geschlechter auf und vergisst dabei schätzungsweise mindestens 80.000 Menschen in Deutschland, die sich eben nicht eindeutig als sie oder er identifizieren. In Formularen beispielsweise gibt es genau zwei Auswahlmöglichkeiten, männlich oder weiblich, Frau oder Mann. Bisher hatten sie nur eine Möglichkeit, ihr Geschlecht im Personenregister austragen zu lassen. Heißt also kein Geschlecht, keine gute Option. Findet auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und hat jetzt vor kurzem entschieden, im Geburtenregister muss es ein drittes Geschlecht geben. In einer Pressemitteilung von Anfang November heißt es: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, schützt auch die geschlechtliche Identität derjenigen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen. Darüber hinaus verstößt das geltende Personenstandsrecht auch gegen das Diskriminierungsverbot, Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, soweit die Eintragung eines anderen Geschlechts als männlich oder weiblich ausgeschlossen wird. Bis Ende 2018 habe der Gesetzgeber jetzt Zeit, eine Neuregelung zu schaffen. Heißt also, neben den Auswahlmöglichkeiten männlich oder weiblich eine weitere positive Bezeichnung des Geschlechts aufzunehmen. Möglich wären beispielsweise Begriffe wie divers oder inter. In seinem Beschluss geht das Gericht übrigens von bis zu 160.000 intersexuellen Menschen in Deutschland aus. Die Entscheidung wird von vielen gefeiert. Der Deutsche Ethikrat beispielsweise hatte solch einen Schritt schon 2012 gefordert, als historische Entscheidung zur Gleichbehandlung intergeschlechtlicher Menschen, bezeichnet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes den Beschluss aus Karlsruhe. Wer übrigens mehr zum Thema erfahren möchte, sollte unbedingt zum Thementag Intergeschlechtlichkeit der Humboldt Law Klinik für Grund- und Menschenrechte am 27. November in Berlin gehen. Den Link dazu gibt es hier
und natürlich in der Videobeschreibung. Hier geht es weiter, einfach draufklicken dafür, mit Einstein Reloaded, die neue Einstein. Da geht es um Frauen in der Wissenschaft. Und ansonsten würde ich mal sagen, bis dann, bleibt dran.